So, Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Und wir haben den Sturz gerade noch überlebt. Was ein Glück. So, aber wir sind hier auch richtig, oder? Ja, genau. Hier waren nämlich diese komischen Starksvögel, die... Naja, wie soll ich sagen? Moment, ich muss hier ganz kurz beim Timer was einstellen. So. Ja, die uns ermöglichen, irgendwas herzustellen. Allerdings müsste ich die dafür finden. Da unten ist einer. Komm mal her. So, einen hätten wir schon mal. Jetzt kommt Nummer 2. Nummer 2 an, Mann. Boah, die macht aber nicht viel Schaden. Also wirklich nicht. So, und wo ist der zweite? Da. Ich weiß nur nicht, wie viel wir von denen brauchen. Ah, da. Robuste Brieftasche, das war das, alles klar. Dafür brauchen wir Haihaut, alles klar. So, dann gucke ich mal ganz kurz nach. Spritzentasche, dafür brauchen wir Schweinsleder, ne? Ja, Beuterucksäcke, Tapirfelle. Na gut. Wollen wir mal gucken. Ich hole mir auf jeden Fall erstmal hier diese Beutekisten. So, gib mal her. Ich höre Hunde bellen. Feindmarkierungen? Was zur Hölle? Ach, die hatten anscheinend eine Auseinandersetzung mit denen. So wie ich jetzt. Die Gierte und Hunde auch noch. Tollwütiger Hund. Oh nö, jetzt fängt es an zu regnen. Igitt. Och nö. Also regnen... ist richtig unangenehm. Also, Regen generell so. Ih, wie sieht dieses Einschussloch denn aus? Alter, guckt euch das an, wie billig das... Alter. Das war grafisch echt schlecht gemacht. Boah! Meine Güte. Mistvieh. Auch witzig, dass ich mich vor diesen Hunden so extrem erschrecke. Da haben wir ihn. Einfach mal alles mitnehmen hier. Schaden kann's ja nicht. Brauchen wir bestimmt irgendwann für irgendwas. So. Nehme ich mal mit. Nehme ich auch mit. So. Dann nehme ich diesen Brief, der hier irgendwo rumliegen soll, auch mal mit. Wie komme ich denn da hoch? Oder da rein? Alter, das muss doch gehen. Oh Mann. Also wie gesagt, Regen ist echt
unschön in diesem Spiel. Wo ist denn dieser blöde Brief? Mann, ey. Gut. Ach, halt die Schnauze. Ruhe dort hinten auf den billigen Plätzen. Ach, ich seh'n. Verlorener Brief. Keine Experience? Ah, doch! 500. Sehr schön. Verlorener Brief. Rens Brief. Mein Bruder Ito, etwas Schreckliches ist passiert. Major Mogi hat den Verstand verloren und hat auf seine eigenen Männer geschossen. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte, aber er hat sich mit dem Gefreiten Tado gestritten und ihm dann mit der Pistole und ihn dann mit der Pistole erschossen und dann richtete er das Feuer auf uns. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Man hat uns beigebracht, den Feind zu töten, aber er war doch unser. Er war doch unser. Alter. Er war doch unser Anführer. Wir haben ihn erschossen. Mein Schenkel ist entzündet und ich kämpfe mit dem Fieber. Es ist nur noch eine Handvoll von uns übrig. Das Nachdenken fällt mir schwer. Mir ist so heiß. Mir ist so heiß. Sie sind jung und schlau und werden schon dafür sorgen, dass der Brief dich erreicht. Dass meine Briefe dich erreichen. Alter, habe ich Rückenschmerzen. Leb wohl. Es tut mir leid, dass wir als Kinder so viel gestritten haben. Gerne wäre ich dir ein besserer Bruder gewesen. Ren. Und den haben wir auch schon. Hallo? Das ist doch derselbe. Ach, das ist der vierte. Alles klar. Okay. Traurig, traurig. So. Alter, wie abgeht, ey. Blödes Mistvieh. So, nun müssen wir gucken, wie wir hier wieder wegkommen. Denn ich habe herzlich wenig Lust, hier durch die Haie zu schwimmen. Achso, wirklich nicht. Ey. Holt mich mal mit, nehmt mich mal mit hier. Aua. Komm her, du Sau! Denkst du, kannst mich hier einfach mal so angreifen oder was, Alter? Du blödes Mistvieh! So, da vorne ist ein. Na, wie heißt es? So ein. Sketchy. Nein. Wie heißen die denn? Fuck, die kommen her. So ein, wie heißen die Teile? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. So, könnt ihr mal bitte wegfahren hier? Dankeschön. Denn wenn die einen entdecken, ja, das ist alles andere als eine Idee. So, jetzt hier weg. Jetski, genau, so war das. Alles klar. Och, nö. Bitte nicht. So. Jawohl. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das macht mir hier ein bisschen zu schaffen. Vielleicht ist hier in der Kiste welche. Ah, nicht wirklich. Gut, was machen wir denn mal als nächstes? Wo sind wir denn? Hier unten sind wir. Ja doch, komm, wir gehen jetzt hier hin. Schnellreise. Und dann wollen wir mal sehen. Dann werde ich, glaube ich, mir eine Sniper holen jetzt.
Zack. Und dann werden wir uns mal eines Außenpostens annehmen. Scharfschützengewehre. Wie viel haben wir denn? 1300 im Moment. Ja gut, dann kaufen wir sie. Die SVD. Tauschen wir um gegen die Scorpion. Wieso keine Aufsätze? Ja toll. Keine Aufsätze für diese Waffe verfügbar. Super. Tolle Scheiße. Ich brauche doch einen fucking Schalli dafür. SVD. Die kriegserprobte halt automatische Kommunisten-Scharfschützengewehr, dieses meine ich, gilt als präzise und schlagkräftige Variante der AK-47. SVDs sind prima Gewehre. Auf Rook Island finden sich jedoch nur chinesische Imitate. Das heißt, sie funktionieren zwar, aber man vergiftet sich an den billigen Werkstoffen. Alles klar. Da ist die Tür. Welchen nehmen wir denn dann mal? Wie wäre es mit... Das ist eine Prüfung. Ein bisschen rauszoomen hier. Ja komm, nehmen wir ihn hier. Ein bisschen die Küste safe machen. Was denn? Oh Gott. Die sieht hier aus. Also nichts gegen sie, ne? Aber. Oh. Krass. Was? Das habe ich nicht gesagt. Da. Wir brauchen unbedingt eine größere Spritzenflasche. Alter, das hört doch jeder Arsch. Über 30 Kilometer Entfernung, ey. Naja gut, wir versuchen es trotzdem mal. Mal gucken, wie der aufgebaut ist. Also dieser Außenposten. Und ansonsten müssen wir uns halt die 1000 Dollar holen. Die 1800, die das andere Scharfschützengewehr kostet. Aber das wusste ich jetzt nicht, dass die hier keinen Schalli hat. Hätte ich vielleicht auch mal die AK-47 austauschen sollen. Ach, ist das dieser? Vor allem, sobald ich auf die schieße, werden die ja einen Alarm auslösen. Oder nicht? So 209 Meter. Oh, das rote Auto schön getarnt, geparkt. Da ist der Alarm. Den sehe ich aber von hier aus nicht. Also er ist außerhalb meines Sichtfeldes. Was wiederum kontraproduktiv ist. Sonst könnte ich die ja schön gemütlich wegsnipen, aber ich würde halt ganz gerne diesen Alarm dort deaktivieren. Wie komme ich da denn ran? Eigentlich gar nicht, ne? Nee, wie es scheint nicht. Oh, Schweine. Schweinchen. Ja, reicht jetzt auch. Schnell. Bevor es runterrollt. Noch schnell das Schwein mitnehmen. So. Denn wir brauchen Schweinsleder. Das weiß ich noch. Nur wofür ist eine andere Frage. Alles klar. Ah, von hier sieht man noch weniger. Dann laufe ich mal hier drüben rüber. Wow. Nein, 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 nein. Scheiße. Och nö. Na gut, dann machen wir das anders.
Gucken wir mal. Hier vorne ist der Alarm. Da haben wir zwei. Da haben wir einen. So, der Alarm wäre schon mal aus. Jetzt könnte ich im Prinzip loslaufen und von weitem weg snipen. Jetzt habe ich überhaupt nichts mit Charlie mit. Scheiße. Was zum? Okay, jetzt ist Ende. Komm her. Komm. Hardscope. Jawohl. Das war doch anständig, auch wenn ich da gerade am Ende ein bisschen durch die Gegend gebackt bin. Aber das konnte sich doch sehen lassen. So, jetzt ist die Frage, nee, austauschen möchte ich das nicht. Ja, ihr kommt ja auch rechtzeitig. Oh. Naja, gut, wir hätten auf jeden Fall Außenposten Nummer 2 erledigt. Gecleared. So, die laden wir nach. So, zack. Da hatte ich aber echt wenig Munition gerade. Darauf muss ich in Zukunft achten. Ja, naja. Na, ich bin ein bisschen stolz jetzt gerade, dass ich das so gut gepackt habe. Ja, da war die Skorpion. Schön und gut. Hühnerbrut. Es gibt immer noch was zu tun. Bitte kümmere dich um die Jobs, die einen Ausland haben. Halt die Backen, da kannst du dich selber drum kümmern. So, hier haben wir... Spritzen. Hier war doch eben Geld. Naja, egal. Hier haben wir eine Memory Card. Beuterucksack ist voll. Das bedeutet, wir gehen hier direkt auf Verkaufen. Schnellverkauf. Alles klar. Hundefell können wir auch mal verkaufen. Wobei. Moment. Da gehe ich erstmal hier in Herstellung. Und guck, ob wir hier was jetzt herstellen können. Schweinsleder, jawohl. Hundefell. Dafür brauchen wir Leopardenfell. Haihaut, genau. Das war das. Tapir. Leopard. Hirsch. Ich gehe jetzt nur noch mal ganz kurz durch, um das ein bisschen klar zu machen oder um mir das klar zu machen. Alles klar. Speicherkarten. Diese Daten werden von der deutschen Pharmazieunternehmen. Er wurde in einem deutschen Pharmazieunternehmen bei einem Hackangriff gestohlen. Sie zeigen die Inhaltsstoffe und die benötigte Ausrüstung, um dieses Sedativum herzustellen. Erste Tests liefen vielversprechend und das Suchtpotenzial ist enorm. Eine Vermarktung in Nordamerika und Westeuropa scheint möglich. Was zur Hölle? So, dann verkaufe ich hier nochmal ganz kurz was. Ja, das bringt jetzt aber irgendwie auch nicht mehr so viel. Wobei, wie viel haben wir denn jetzt? 8720 erst. Okay, unser Inventar ist anscheinend voll. Ich habe Waffen. Kein Grund zur Sorge. Ich habe Waffen.
Ja, die habe ich auch. So, ich muss nochmal hier ran. Tut mir wirklich leid. Aber Sturmgewehre würde ich ganz gerne die STG-90 mit erweiterten Magazin ausrüsten. Genau. So, und dann nehme ich Faustwaffen, nehme ich die mit Schalli.